Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass du wieder mit dabei seid oder ihr mit dabei seid. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe mich am Community Wanderpaket beteiligt von Lisa Katharina. Ihr Kanal ist der Kanal Gedankenlabor. Und ja, ich bin schon mega aufgeregt. Ich habe das Paket erhalten und werde jetzt mit euch reinschauen, was da alles Tolles drin ist. Ja, ich werde das Paket, was ziemlich schwer ist, hier mal an die Seite stellen, damit ihr auch besser sehen könnt, ja, was alles drin ist. So, wir schauen mal rein. Als erstes, ja, eine kleine Beschreibung, an was man sich halten soll, wie es so abläuft. Und ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Ich lege das mal an die Seite. So, es geht gleich los mit einem Buch von Theresia Grand, Soweit die Störche ziehen. Ja. Die größte Liebesgeschichte seit vom Winde verweht. Ostpreußen 1939. Während die Welt aus den Fugen gerät, wächst die junge Dora Twadi behütet auf dem Pferdegestüt ihrer Familie auf. Es mangelt ihr an nichts, auch nicht an Verehrern. Doch als die deutsche Wehrmacht Polen angreift, muss Dora schlagartig erwachsen werden. Ihr Vater wird eingezogen und übergibt ihr die Verantwortung für den Hof. Mit aller Kraft kämpft Dora um den Erhalt des Familienbesitzes. In den Wirren des Krieges stehen ihr zwei Männer bei, der sanftmütige Freund aus Kindertagen, Wilhelm von Lengendorf, und der abenteuerlustige Fotograf Kurt von Thorau. Kann Dora in einer verlorenen Welt ihre wahre Liebe finden? Also das ist schon mal eine Geschichte, eigentlich total für mich, aber ich glaube, ich habe das Buch als Hardcover. Meine. Aber muss mal schauen. So, dann werden wir mal gucken. Wir haben hier so Packpapier. Dann habe ich hier jedes Jahr im Juni von Lia Lewis. Dieses Buch ist einfach perfekt. Das klingt mir irgendwie so ein bisschen nach New Adult, aber schauen wir mal. Lass dein Herz los, wenn es fliegen will. Für Emmy ist Lukas die ganz große Liebe. Seit dem Tag, als sie einen roten Luftballon mit einem Brief in den Himmel steigen ließ und Lukas ihr antwortete. Emmy weiß, dass er ihr Seelenverwandter ist und doch hat sie es nie übers Herz gebracht, Lukas ihre Gefühle zu gestehen. Jedes Jahr treffen sich die beiden am selben Ort, jedes Jahr hat er ein ganz besonderes Geschenk für sie und jedes Jahr hofft Emmy aufs Neue, dass Lukas sich auch in sie verlieben wird. Doch dieses Jahr ist alles anders, denn was Lukas ihr verkündet, lässt Emmys Herz in tausend Stücke zerbrechen. Hat sie ihn damit für immer verloren? Ja, klingt auch interessant, klingt nach einer Liebesgeschichte. So, gucken wir mal weiter. XO, XOXO, Zux, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ah, das Buch ist auf Englisch. With Fun, K-Drama Vibe, XOXO delivers a lot of heart and warmth in his protagonist who stays true to herself to the very end. Aha, also das scheint mir auch, scheint eine Liebesgeschichte zu sein und ich denke mal, sie spielt wahrscheinlich China, Japan, irgendwie sowas. Mhm. Also das Buch ist auf jeden Fall schön aufgemacht. Könnte auch ganz interessant sein. So. Weiter geht's. Das nächste Buch, Thomas Hettche, Pfaueninsel. Shortlist Deutscher Buchpreis, Wilhelm Raabe Preis, Bayerischer Buchpreis, Solothurner Listpreis. Seit Kehlmanns Vermessung der Welt habe ich keinen Erzähler mehr so souverän
mit Ideen spielen sehen. Das sagt Dennis Scheck. Ein in jeder Hinsicht schillerndes Buch über unsere Vorstellung von Schönheit mit erschreckenden Abgründen. Das sagt die Brigitte. Die Pfaueninsel in der Havel. Ach Leute, meine Erkältung geht nicht weg. So, bei Potsdam, Rückzugsort der Preußenkönige, wurde im 19. Jahrhundert von Lenné und Schinkel unter Mithilfe des Hofgärtners Fintelmann zu einem kunstvollen Paradies umgestaltet. Es gab Kängurus dort und einen Löwen, Palmen und Götterbäume, einen Südseeinsulaner, einen Riesenzwerge und einen Mohren. Thomas Hettche lässt diese vergessene Welt wieder auferstehen, in deren Mittelpunkt er die kleinwüchsige Marie stellt, das historisch belegte Schlossfräulein der Pfaueninsel. Von ihrem Leben und unseren Vorstellungen von Schönheit erzählt sein Roman von der Zurichtung der Natur und unserer Sehnsucht nach Exotik, von der Würde des Menschen, dem Wesen der Zeit und von einer tragischen Liebe. Ich muss doch noch mal einen Schluck trinken. Also das klingt schon ganz interessant. Es könnte vielleicht was für mich sein. Ach Gottchen. So, dann haben wir als nächstes Ethan Cross, ein Thriller. Die Stimme des Zorns. Ich habe von Ethan Cross noch nichts gelesen. Ich weiß, er hat eine Reihe. Ob jetzt dieses Buch auch zu dieser Reihe gehört, weiß ich nicht. Ob es ein Standalone ist. Den Geschmack an Schmerzen und Qual hat Francis Ackermann Junior nicht verloren, im Gegenteil. Aber er hat beschlossen, seine Schuld an der Gesellschaft zu begleichen und lebt nun seine Lust an Gewalt nur noch an grausamen Verbrechern und Mördern aus. Ach, es scheint der Auftakt zu sein. Gleich in seinem ersten Fall als Sonderermittler des FBI trifft Ackermann auf einen Täter, der seinesgleichen sucht. Das sogenannte Alien hinterlässt sezierte Leichen in Kornkreisen und hat gerade eine Expertin für Außerirdische entführt. Ackermann gibt alles, um das Alien zu fangen, bevor auch dieses Opfer tot in einem Kornkreis endet. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn seine Zielperson gibt nicht kampflos auf, hat Ackermann endlich einen würdigen Gegner gefunden. Band 1 einer neuen Serie rund um Francis Ackermann Junior. Könnte vielleicht doch was für mich sein. Ich werde da mal reinlesen, ob da der Schreibstil was für mich ist. Schauen wir mal. So, dann habe ich hier eine Goodiebox, die lege ich erstmal noch an die Seite. Ich will erstmal weiterschauen. Ah, Rachel Kane, Tinte und Knochen, die magische Bibliothek. Das Buch habe ich selber bereits gelesen. Ein sehr gutes Buch, da soll dieses Jahr Band 2 rauskommen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Claire Clark, für Fans von Downton Abbey, am Ende jener Tage. Von Glanz einer Dynastie und dem Ende einer Epoche. Seit Generationen leben die Melvilles, eine der angesehensten Adelsfamilien Englands, auf Ellinghurst. Doch als der Erste Weltkrieg ausbricht, bleiben auch sie nicht vom Schicksal verschont. Die Schwestern Phyllis und Jessica wissen, dass ihr Leben nie wieder so sein wird wie zuvor und machen sich auf nach London. Dort genießen sie ihre Unabhängigkeit und begegnen erstmals der Liebe. Was die beiden nicht wissen, sie lieben denselben Mann. Und zu der hat Ellinghurst und der hat mit Ellinghurst mehr zu tun, als sie ahnen. Also Erster Weltkrieg, danach, das ist eine Zeit, in der ich total gerne lese. Könnte gegebenenfalls auch was für mich sein. Legen wir mal an die Seite. So. Dann habe ich hier was. Markus Walter Buchland.
Dieses Antiquariat ist nicht wie andere Buchläden. Das muss auch die gescheiterte Buchhändlerin Beatrice feststellen, als sie notgedrungen die Stelle im staubigen Antiquariat des ebenso verstaubt wirkenden Herrn Planer annimmt. Schnell merkt sie allerdings, dass dort so manches nicht mit rechten Dingen zugeht. Was verbirgt sich hinter der so antiquiert wirkenden Stammkunden Eddie und Wolfgang, und welche Rolle spielt Herr Planer selbst, dessen Beziehung zu seinen Büchern scheinbar jede epische Distanz überwindet? Doch ehe Beatrice all diese Geheimnisse lüften kann, gerät ihr Mann Ingo in große Gefahr, und Beatrice setzt alles dran, ihn zu retten. Zusammen mit Herrn Planer begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise quer durch das mysteriöse Buchland. Dort treffen sie nicht nur blinde Buchbinder, griechische Göttinnen und die ein oder andere Leseratte, auch den Tod höchstpersönlich kreuzt ihren Weg. Jo. Ja, ist so ein bisschen, weiß ich nicht, detektivmäßig, fantasymäßig. Kesslin Winter. Eisgesang, meine Reise durch die Nordwestpassage. Eine Hommage an die Magie des ewigen Eises und die einzigartige Welt der Arktis. Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt und der wirklich... Was? Ich hatte das Gefühl, an den Ort zu fahren, wo sich eine imaginäre Welt mit der wirklichen überschneidet. Ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht. Der Name Nordwestpassage ist auf alten Weltkarten nicht verzeichnet. Es ist eher eine Vorstellung als ein Ort. Diese Vorstellung zog mich lange an, mit einer Macht, die ich nicht begreifen kann. Ein Reisebericht. Ja, könnte gut sein. Kommt auf den Schreibstil an. Weiß ich nicht. Werde ich vielleicht mal reinlesen. Weil sowas muss schon spannend geschrieben sein. Sonst kann es ganz schnell langweilig werden. So. Elena Ferrante, meine geniale Freundin. Ja, es ist ein Bestseller, aber irgendwie spricht mich diese Geschichte nicht so an. Und ich habe auch schon von einigen gehört, die überhaupt nicht so, ja, gut fanden. Gut ist immer Ansichtssache, Geschmackssache, aber weiß ich nicht. Also das ist erstmal so eine Geschichte, die mich jetzt erstmal nicht so anspricht. So, dann habe ich hier noch eine CD. Ach, der kleine Eisbär. Das habe ich früher mit meiner Tochter immer gelesen, als sie noch klein war. Ach, richtig schöne Geschichte. Also das lasse ich doch mal für jemanden, der auch kleine Kinder hat. Thomas Savage, Die Gewalt der Hunde. Muss wohl irgendwie auch ein Netflix-Film-Verfilmung sein. Montana in den 1920ern, ein intensives Psychodrama um das althergebrachte Ideal männlicher Härte und die Beziehung zwischen zwei vollkommen gegensätzlichen Brüdern. Es ist ein Grund zur Freude, dass Die Gewalt der Hunde jetzt eine zweite Chance erhält. Ein brillantes, knallhartes Buch, ein literarisches Kunstwerk. Netflix-Verfilmung von Jane Campion mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst ausgezeichnet mit dem Regiepreis auf dem Filmfestival in Venedig. Oh. Also hier geht es auf jeden Fall um zwei Brüder, Phil und George. Denen gehört die größte Ranch in ihrem Tal. Sie sind ein gutes Team, obwohl ihre Charaktere unterschiedlicher nicht sein können. Der eine ist intelligent, genial und grausam, George schwerfällig, anspruchsvoll und sanft. Es ist ein Ort, wo Männer immer noch Männer sind, wo das sich rasant modernisierende 20. Jahrhundert in Schach gehalten und die alten Cowboys wie Bronco Henry verehrt werden.
Als George jedoch heimlich die Witwe Rose heiratet, beginnt der schockierende und wütende Phil einen sadistischen, erbarmungslosen Krieg gegen sie und ihren heranwachsenden Sohn zu führen. Okay, also so eine, ja, auch so eine Cowboy-Geschichte. So. Dann sind hier noch Cookie-Glückskekse. Dann habe ich hier so ein kleines Buch, wo man halt was reinschreiben kann. Das lege ich auch mal an die Seite. Ach Gott, Leute, mein Husten. Oh, und jetzt habe ich noch ein ganz dickes Buch. Kira Brennan, Die Herren der grünen Insel. Oh, ich muss gestehen, das ist ein Riesenklopper. Ich muss gestehen, dass ich auch schon damals dran gedacht habe, mir dieses Buch zu kaufen. Es spielt in Irland 1166. Es geht um vier Familien, 6 Jahre Krieg und eine einzige Krone. So ein richtiges Epos. Die grüne Insel ist in viele kleine Reiche zersplittert, die sich unerbittlich bekriegen. Könige fechten langjährige Fehden aus und selbst die friedliebendsten Untertanen werden in den blutigen Machtkampf hineingezogen. Zugleich droht ein gemeinsamer Feind in Irland einzufallen. Henry Plantagenet will die Insel an sich reißen, während sich die Herren der grünen Insel vereinen und sich gegen den König der von England stellen. Und welche Rolle spielen der grausame Krieger Eskall und die von ihm entführte Caitlin in diesem Kampf um Macht und Blut? Das Buch hat, glaube ich, auch über 946 und dann kommen noch Anhang. Ich meine, es ist natürlich toll, vorne auch eine Karte, dann ein Prolog. Müsste ich auch mal reinlesen. Puh. Also ist schon ein gewaltiges Teil. Ja. So. Das war das. Dann werden wir jetzt mal einen Blick in diese Goodiebox werfen. Leseglück. Oh. Also hier gibt es verschiedene Starten. Es gibt Beauty. Es gibt Karten. Es gibt Lesezeichen. Hier ist schon irgendwie eins. Ach, das passt vielleicht auch nicht richtig rein. Oh, es gibt Duftwachs, das duftet schon. Tee. Ich liebe Tees. Da werde ich mal durchschauen. Dann habe ich hier irgendwie so eine Holzkette. Salz für Geisterjäger. Ach, hier ist ein kleiner Button. Und dann habe ich hier noch was. Aiden Thomas Sohl, das Spiel der 10. Ist wohl auch irgendwie eine Leseprobe. Also Leute, Herz allerliebst. Ich weiß gar nicht, irgendwie hängt hier ein Teil. Ach da, guckt euch mal, so eine schöne Holzkette. Ja. Tolle Sachen. Was haben wir denn hier? Wir gucken mal, was wir hier für Tees haben. Ich bin ja absolute Teetrinkerin. Und wir haben hier Herzkirsche. Wir haben marokkanische Minze, kenne ich. Namaste. Freches Bienchen. Oh. Ich sehe schon irgendwie vorne drauf abgebildet, Ingwer, Apfel vielleicht. Gucken wir mal. Rooibos Orange, also Rooibos-Tees habe ich früher auch eine Zeit lang getrunken. Rooibos Orange kenne ich nicht. Messner, Bio-Minze, Apfel, oh, klingt sehr interessant. Frio kalt aufgießen, Kräuter, Prinzessin Lilifee, Erdbeere, Himbeere, Sweet Kiss kenne ich auch.
Türkischer Apfel ist super lecker, liebe ich. Ich glaube, eins ist irgendwie runtergefallen, aber ich glaube, das war auch Kirsche. Ja, also da werde ich mir bestimmt Rooibos Orange, denke ich mal, rausnehmen. Den türkischen Apfel und natürlich auch dafür Minze, Bio-Minze Apfel. Freches Bienchen, könnte vielleicht auch interessant sein. So, also ich denke mal, da werde ich mir wohl die nehmen. Die anderen packe ich schon mal wieder rein und werde natürlich von mir was dazulegen. So, ja, dann haben wir hier Lesezeichen. Gucken wir mal, was haben wir denn Schönes hier? Happy Person. Try, try again. Sunshine on my mind. Okay, let's do this. Life. Lot of fun with things like. Marie's zauberschöne Kurzgeschichten, auch ganz nett. You can do this. Only you can make it happier. Oder happen. Ich glaube happen. Der Atem des Ozeans. Dann hier so eine Ecke. Von Vincent Cliche. Eins. Von Schatten und Gespenstern auf Darkmoor Manor. Ja, und dann nochmal was zum Unterstützen von Haien. Ah, ich glaube, das war nicht da. Genau, weil das nicht da reinpasst. So. Karten. So, was haben wir hier? Spurenleser. Hartstopper. Ich bin verrückt nach dir. Oh, ein bisschen was Hottes. Happy Halloween. Hier sind so Bücher drauf, die man eventuell zu Halloween lesen könnte. Die Hoffnung unserer Herzen. Ja. Finde heraus, was die Toten wissen. So eine Karte. Happy Birthday. So auch mit Schädeln. Love and Peace. Ja, so eine Weihnachtskarte. Alles würde ich tun für dich. Der frühe Vogel kann mich mal auch nicht schlecht. Magellan, Zeichen setzen. Buchmädchen. Küss. Oh, hier so eine Tierkarte vom Zoo Krefeld. Oh, den kenne ich ja noch gar nicht. Ich kenne schon viele Zoos, aber Zoo Krefeld. Never blow out a Laterne. You will forever be my always. The way to blind love. Hab dich lieb. Ach, wie schön. Hab dich lieb. Also ich muss sagen, da sind wirklich ein paar schöne Karten dabei. Muss man mal schauen. Weiß nicht, ob ich da was wegnehmen werde, weil ich habe schon sehr viele Karten auch. Aber vielleicht doch die eine. Mal gucken. Na, jetzt will es natürlich nicht rein. Ich lasse es erstmal so hier liegen. So, Beauty. Ich muss sagen, so Beauty-Sachen
Ich bin sehr empfindlich. Ich denke schon, hier ist eine Seife. Ja, das riecht man schon. Seife. Was ist das? Fuzzy Duck. Irgendwas mit Bass mit zum Baden. Ach, Badesalz. Oh, dieses Leben. So Steinchen, die man auf Nägel machen kann. Feuchtigkeitsmaske, die kenne ich. Die ist auch nicht schlecht. Judith Williams. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, ob das für Lippen oder für Leech ist. Granatapfel, hautstraffende Körperlotion. Glättet und festigt die Hautstruktur. Handbalsam, Ringelblumen. Auch irgendeine Creme. Weiß nicht, ob das so ein Badeball ist. Ich nehme es mal an. Und Augen- und Lippenbalsam. Also ich muss sagen, hier ist schon sehr viel drin. Ich glaube, da ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei. So, Duftkerzen. Oh. Warm Mug of Coffee. Lemon, also was Zitroniges. Love, also lauter. Also hier rieche ich jetzt gar nicht so viel, aber es kann auch mit meiner Erkältung zusammenhängen. Dann haben wir hier noch was. Sweet Pea und Vanille. Ja. So. Ja, Leute, ich werde jetzt nochmal durchschauen, ganz in aller Ruhe und überlegen, was ich da eventuell rausnehme. Dann natürlich gucken, was kann ich reintun. Und ja, dann melde ich mich nochmal bei euch und wir schauen, was ich so mir ausgesucht habe. So, Leute, hier bin ich wieder. Ja, ich habe mir alles durchgeschaut und reingelesen und so und... Entschuldigung. Habe mich einmal entschieden, das Buch von Claire Clark für Fans von Downton Abbey am Ende jener Tage rauszunehmen. So eine Familiengeschichte. Die spielte 1914. Das ist ein Zeitraum, in dem ich sehr gerne lese. Hier geht es auch um zwei Schwestern, die von der Unabhängigkeit träumen und die ihren Weg gehen. Natürlich auch um das Familienanwesen. Das Ganze spielt in England. Das ist so eine Geschichte, die spricht mich auch total an. Die werde ich nehmen. Und ich habe mich für Ethan Cross entschieden, für einen Thriller. Ich habe von Ethan Cross noch gar nichts gelesen. Das ist der Auftakt hier einer neuen Serie. Ich werde mir das Buch angucken und gucken, ob Ethan Cross was für mich ist. Ich war mir da immer bisher noch nicht so sicher. Und ich denke mal, das ist was richtig Schönes. So,
Dafür reintun werde ich einen Thriller vom Lübbe Verlag von Mark Roberts, Totenengel. Die Geschichte spielt auch in England, nämlich in Liverpool. Da spricht auf der Straße bricht eine Frau zusammen, die spricht wirre Sätze von Blut und Mord. Und Detective Eve Clay wird zu ihrem Haus geschickt und ja, findet dort eine Inszenierung vor. Der Vater der Frau, ein Kunstprofessor, wurde ermordet, sein nackter Körper aufgehängt, sein Torso mit einem Speer durchbohrt. Und er war eine Koryphäe auf dem Gebiet der sakralen Kunst. Und ja, hat auch viel geforscht. Und ja, hier stellt sich halt die Frage, geht es hier um religiöse Fanatiker oder geht es hier um Rache? Das packe ich dafür rein. Und für das Buch Am Ende jener Tage packe ich von einer meiner Lieblingsautorinnen, von Judith Lennus, Am Strand von Deauville rein. Ja. Das ist auch eine Geschichte, die ja, zum Ausbruch, jetzt weiß ich nicht. Also es startet auch 1900, auch in den 1920er Jahren, spielt dann nachher 1940. Hier geht es auch um ja, behütete Frauen. Es geht um, es ist auch eine Familiensaga. Und ja, Judith Lennox schreibt grandios. Ich liebe sie. So, das sind die Bücher, die ich reintue. Dann habe ich mir eine Karte ausgesucht, die finde ich allerliebst. Hab dich lieb. Dafür packe ich rein Thinking of You, eine 3D-Karte. Und ja, die finde ich auch total schön mit den Beeren und den Kerzen. Und die packe ich dafür rein. Dann habe ich mir rausgenommen 4 Teesorten. Einmal türkischer Apfel, Ingwer Mango, kenne ich noch gar nicht. Räubusch Orange, kenne ich auch nicht. Und freches Bienchen. Und dafür packe ich hinein einmal Holunderblüte Limette, ich liebe diesen Tee. Grüner Tee Ingwer Honig. Messner Wintertraum, Zimtstern Orange, denn wir haben ja auch noch Winter. Und süßer Bratapfel. Gerade jetzt bei der kalten Zeit ist das doch eine richtig schöne Sache. Ja, das war's. Also, ich finde diese Idee mit dem Wanderpaket einfach total schön und es macht großen Spaß, Bücher zu entdecken und zu schauen. Und ab und zu findet man ja dann auch irgendwelche Schätze, so wie ich jetzt. Ich wollte schon immer was von Ethan Cross lesen und eine Familiengeschichte, die in den 1920er Jahren irgendwo rumspielt, ist genau was für mich. Richtig schön. Ja. Ich bin gespannt, an wen das Paket dann weitergeht. Werde jetzt alles wieder schön verpacken, werde die liebe Lisa informieren und noch überall was reinschreiben. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen, mit mir durch dieses Paket zu stöbern. Wünsche euch noch einen schönen Tag und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.